Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Für diejenigen von euch, die jetzt ja, vielleicht das erste Mal dabei sind oder auch vielleicht auch nicht ganz mitbekommen haben, was ich damit bezwecken wollte. Also das Ganze hat angefangen vor über 2 Jahren und in der sogenannten Corona-Zeit, die wir hinter uns haben. Und der Gedanke, Impulse Tag X, war für viele erstmal im Kopf, weil wir alle warteten, dass diese Corona-Zeit zu Ende geht, war, dass ein Impuls da ist, was machen wir an dem Tag X, wo wir mit den Corona-Problemen nicht mehr zu tun haben. An dieser Stelle muss ich euch ein bisschen enttäuschen, weil das war oder ist auch nach wie vor nicht nur mein Punkt gewesen. Hauptsächlich ging es und geht es mir darum, dass Menschen Träume haben, Visionen, und sie trauen sich nicht, sie umzusetzen und setzen sich irgendwelche Steine in den Weg oder haben irgendwelche, das sind ja dann die Ausreden, wieso sie nicht gerade anfangen. Und jetzt erfahrt ihr was Neues, wieso möglicherweise auch ich auf diese Idee kam, weil einige von euch wissen das, ich habe Informatik studiert. Allerdings habe ich die ganze Zeit meines Studiums allen meinen Kollegen, das könnt ihr fragen, erzählt, nachdem ich mein Diplom Informatik abgeschlossen habe, werde ich nach München gehen und ich werde Film und Film studieren. Dazu bin ich nicht mehr gekommen, weil da kamen diese Ausreden. Jetzt war es so, dass ich gesagt habe, wieso kommt das? Es kommt deswegen, weil wir uns nicht einen Tag X setzen, wo wir sagen, ab diesem Tag mache ich was anderes mit meinem Leben. Ich mache wirklich etwas für meine Gesundheit. Ich mache wirklich etwas, was ich liebe in meinem Beruf. Und das ist der Tag X. Der Tag X kann morgen sein. Der Tag X ist aber auch genau dieser Tag, wo du oder du entscheidest, ab diesem Tag starte ich was Neues oder was anderes. Jetzt ist mir aufgefallen, dass auch ich nicht sofort auf einen Impuls von einer Person X sofort geschaltet habe und diesen Impuls umgesetzt habe. Und aus diesem Grund ist der Kongress Impulse Tag X entstanden, weil wir haben ein Thema und dann habe ich gute Impulsgeber gesucht und Fachleute, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, und diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, also das sind unsere Impulsgeber und Impulsgeberinnen, einen kurzen Impuls zu geben zu einem Thema. Weil es ist möglich, dass einer dieser Impulse dich anspricht und deswegen du deinen Tag X definierst. Es muss nicht mein Impuls sein. Es kann der Impuls sein von Victor, von Jean-Marie, Irmela oder Dave.